Wir reagieren heute auf die 25. Folge von Nachschlag, dem Format, wo Paul Brandenburg, Kayvan Sophie Siavash und Dieter Dehm immer miteinander diskutieren. Ich meine, wir hatten ja auch schon auf die letzten Folgen reagiert. Ich habe mir die Folge wie üblich vorher nicht angesehen. Ich möchte ja mit euch hier unvoreingenommen die Schlagzeile der Woche zusammen aussuchen. Und dementsprechend ja, bin ich gespannt, was die drei uns dieses Mal mitgebracht haben. Willkommen zur Osterausgabe von Nachschlag, dem Hochamt für alle Liebhaber der Wiederauferstehung. Ich begrüße meine beiden Konzelebranten Kayvan Sophie Siavash und Dr. Dieter Dehm. Hello. Hey, hallo. Wir haben wieder drei Schlagzeilen für euch. Erstens, Zwangsjacken sind aus. Raus aus der NATO, raus aus der WHO, raus aus der EU. Zweitens, aus Buhmänner der Nation werden oft ihre Helden. Und drittens, Moskau liegt jetzt in der Ostsee. Geht danach, geht währenddessen gerne auf nachschlag.express und entscheidet, welche Schlagzeile eurer Meinung nach am besten getroffen hat. Letzte Woche habt ihr das auch gemacht und habt gesagt, mit 49% Nancy F. missbraucht jetzt Kinder. Das ist die Nummer 1. Ich danke euch. Auf Platz 2, der Staat macht keine Fehler, Bürokratie. Hey, das war auch das, was wir ausgewählt hatten. Nancy F., also wo dieser Schlumpfgate oder Loretta-Gate, wie man es jetzt auch immer nennen will. Aber das hatten wir hier als Schlagzeile der Woche ausgewählt. Gut, mit 29% und dann Russland, Demokratie, Nachhilfe, bitte ohne Deutsche. Diesmal wird es besser werden, lieber Dieter. Aber wenn ihr schon auf nachschlag.express seid und diesmal für Dieter stimmt, dann denkt dran, Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Seid so gut, lasst ein paar Center für die Fortführung der Produktion dieser Sendung. Thema, Zwangsjacken sind out, raus aus der NATO, raus aus der WHO und raus aus der EU. Ja, das würde ich mir wirklich wünschen, ob ich das erlebe. Da bin ich mir gar nicht mehr so unsicher. Nein, wenn man sich mal diese Organisationen anguckt, diese gesichtslosen Bürokratien, dann kann man ja da vielleicht noch, wenn man ganz naiv ist, sagen, ja, die hatten mal, da war mal ein guter Geist dahinter. Also die NATO, kann man behaupten, ist gegründet worden, weil man Angst hatte, dass die Russen sich zusammenschließen mit dem Warschauer Pakt, obwohl die ja danach gegründet wurden, also als Reaktion auf die NATO. Aber falls sie sich zusammenfinden würden, die Russen, und könnten dann eben überrollen und mit ihrem Kommunismus beglücken, dann müssen wir uns zusammenschließen, also einer für alle für einen. Das könnte man so noch sehen, wenn man aber allerdings die erste Aussage von Hastings. Ja, man sagt das völlig richtig. Der Westen wollte den Kalten Krieg, die Sowjetunion wollte das nicht. Und das ist auch völlig logisch. Die Sowjetunion war in der wirtschaftlich wesentlich schwächeren Ausgangssituation, also gewesen, die Konfrontation mit dem Westen zu suchen. Hört, der erste Generalsekretär war, da hat er gesagt, die NATO ist gedacht worden, also keep the Soviets out, the US in and the Germans down, das ist der eigentliche Sinn. Aber spätestens seit dem Jugoslawienkrieg mit deutscher Beteiligung wissen wir eben, dass die NATO alles andere als ein Friedensbündnis ist, sondern ein Angriffsbündnis. Die haben damals immerhin 78 Tage einen souveränen Staat gebombt, um dort auch ein Militärlager zu errichten, nämlich Bonn-Stil. Das war der Schritt 1. Schritt 2 ist ja die Ukraine. Man muss das geopolitisch verstehen. Da ist man herangerobbt. Oder wie die NATO selber gesagt hat, sie hat versucht, einen Fehler gut zu machen, den Eisenhower begangen hat, also Jugoslawien zu kassieren. Und wenn man sich dann eben auch anschaut, was in Afghanistan passiert ist und was das auch alles kostet und wie viel Unheil die NATO und der amerikanische Teil da über die Länder gebracht hat, allein unter Barack Obama, dann kann man nicht mehr sagen, naja, die machen auch was Gutes, die schützen uns vor Angriffen. Welche denn eigentlich? Also der erste Bündnisfall, der als Bündnisfall bezeichnet wurde, war der 11. September. Da hat gar kein Staat die NATO angegriffen. Und der zweite Bündnisfall, den ich immer in meinem Vortrag sage, ist die Sprengung von Nord Stream, weil das Interessante bei dieser Sprengung ist ja, dass die Geschädigten und die den Schaden ausgeübt haben, alle in der NATO sind. Das ist ja das Interessante. Also Deutschland, Norwegen und die USA sind alle in der NATO und haben damit zu tun. Ich sage ja immer, das ist die Autoimmunreaktion der NATO, deswegen raus aus dieser Truppe, ist auch zu teuer, was das alles kostet. Das Geld haben wir nicht, auch wenn wir darauf schreiben, Sondervermögen. Da sind wir auch schon bei der WHO. Sicherlich hatte die WHO mal eine gute Idee, war mal eine gute Idee nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Motto, es gibt so viel Elend auf diesem Planeten, dass man mit einfachen Mitteln beheben könnte. Wenn man sich zusammenschließt und sagt, wir wollen generell ein paar Standards setzen, zum Beispiel, dass auf der ganzen Welt gesundes Wasser ist oder Grundnahrungsmittel zu bekommen sind, dann wäre ich auch dafür, dann fände ich das gut. Oder aber, dass man eben dort, wo medizinische Hilfe schwer zu bekommen ist, dass man eine Grundversorgung sichert. Habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Aber spätestens seit private Stiftungen da eingestiegen sind und ist die WHO etwas anders geworden, nämlich eine... Ja, da hat Kayvan hier völlig recht. Warum sind private Stiftungen eingestiegen? Weil die Staaten ihre Beiträge gekappt haben. Die Staaten haben gesagt, auch UN-Gesundheitsorganisation, die ist uns eigentlich zu teuer, wir frieren mal unsere Beiträge ein. Und dann sind solche Philanthropen wie Bill Gates gekommen und haben die Lücke gefüllt. Und ja, natürlich können sie damit Einfluss auf die WHO nehmen.
Also erstmal ganz direkt, indem sie sagen, und die Gelder dürfen nur für das und das verwendet werden und dann natürlich indirekt. Also wer die Rechnung bezahlt, der bestimmt, was geliefert wird. Das ist selbstverständlich. Abverkaufsabteilung für die Pharmaindustrie und private Interessen, um da mal ganz vorsichtig zu sein, man kann auch ganz andere Sachen da hineindeuten, möchte ich jetzt gar nicht so weit führen, aber dass die Rechte bekommen, was ja der neue Plan ist, die jedes nationale Recht kassiert und dass dann einige wenige Leute, die alle irgendwie in privaten Stiftungen verpflichtet sind, der Rest der Welt diktieren, was zu tun ist und was man sich in den Körper zu jagen hat, sonst verliert man seine Bürgerrechte oder es wird auf einem mit dem Finger gezeigt. Das kann auch nicht im Sinne der WHO sein, zumal da das WHO ja auch nicht bestimmt. Das ist ja nicht die World, die da irgendwas organisiert. Es sind einige private Spender, die über 80% des Budgets auf den Tisch legen, sodass man sich schon die Frage stellen muss, erstens, wer zahlt bestimmt und hat die restliche Welt wirklich nicht so viel Geld wie diese 2-3 Spender? Da stimmt ja dann irgendetwas nicht. Also auch eine suspekte Veranstaltung inzwischen raus. Und bei der EU ähnlich. Es gibt ja Leute, die behaupten, EU ist ein Friedensprojekt und mit dem Euro kam der Frieden. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Natürlich hatten wir vor der EU in Europa viele, viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte Krieg, aber der ist ja jetzt nicht weg, seit es die EU gibt. Im Gegenteil, ich sage nochmal, Jugoslawienkrieg, aber auch die Art und Weise, wie die Bürger oder die Völker miteinander, übereinander reden, weil man sagt, ja, ist ja eigentlich eine Schuldenunion, die einen liegen ihre Verhältnisse, die anderen müssen immer bezahlen. Also ich kenne wenige Menschen, die nicht von der EU total enttäuscht sind. Das heißt, Kevin bringt hier gerade verschiedene Sachen durcheinander. Also erstmal die EU, europäischen Binnenmarkt, die europäischen Institutionen, das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Und dann den Euro. Und der Euro, der ist eine Fehlkonstruktion. Er hat das hier gerade so ganz grob umschrieben. Aber wenn du unterschiedliche Lohnpolitiken hast, dann werden manche Länder, die auf Lohndumping setzen, wie Deutschland und die Niederlande, eben wettbewerbsfähiger als andere Länder, die ihre Löhne stärker steigen lassen. Wie beispielsweise Griechenland, Italien oder Frankreich. Und dann müssen die Länder, die Überschüsse erwirtschaften, irgendwann Transferzahlungen an die Länder zahlen, die Defizite machen, weil die Länder, die Defizite machen, sonst irgendwann pleite gehen würden. Und das ist halt diese ökonomische Inäquivalenz. Wie gesagt, der Euro, das ist eine Fehlkonstruktion, den sollte man entweder rückabwickeln, kontrolliert, oder reformieren. Also ja, das würde dann entweder auf zusätzliche Transfermechanismen oder auf eine Koordination der Lohnpolitik hinauslaufen. Aber einfach zu sagen, ja, EU, Euro, ich nenne das jetzt mal alles in einer Reihe und dann der ganze Laden ist schlecht austreten, naja, da vermischt er verschiedene Ebenen. Da vermischt er hier verschiedene Ebenen. Die EU Europa sei, das ist totaler Quatsch, weil da müsste man Europa so fassen, wie es ist. Europa geht nämlich bis nach Moskau und weiter, das ist auch Europa bis Lissabon. Und zu behaupten, das wäre der europäische Geist, da wird eine Wirtschaftsunion, die letztendlich auch amerikanische Wirtschaftsinteressen verkaufen soll, dass hier amerikanische Produkte verkauft werden sollen oder westliche Produkte verkauft werden sollen, als Wall gegen russische und chinesische Produkte. Das wird uns als EU und als Werteunion verkauft. Das ist natürlich keine Werteunion. Und wenn man immer Leute auch gängelt und zwingt dazu, Dinge anzunehmen, die gar nicht wollen, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Auf was haben wir uns geeinigt? Also glaubt man Annalena Baerbock, dann ist das Schöne an der EU, dass wir alle dieselben Stecker haben. Das ist natürlich Quatsch. Wir einigen uns auf irgendwelche merkwürdigen Standards. Also ich bin da sehr enttäuscht und ich glaube, wenn wir zurückkehren würden zu einem Europa der Vaterländer, wo jede Nation für das steht, was ihren Kernwert ausmacht und man sich auf ein paar Grundstandards einigt, dann gehen wir weiter. Und das gibt es übrigens alles schon. Es gibt ja eine Branche, die ohne EU sich längst auf internationale Standards geeinigt hat. Die kennt natürlich Paul, das sind Flieger. Also Fluggesellschaften haben sich auf internationale Standards geeignet. Wenn irgendwo ein Unglück entsteht, da gibt es internationale Behörden, die sagen, lasst uns gemeinsame Standards festlegen, wie Flugzeuge gebaut werden, wie reagiert wird, wenn ein Flugzeug abstürzt, wer mit wem in welcher Reihenfolge zusammenarbeitet und so weiter. Das gibt es schon. Dazu brauche ich keine Bürokratie. Und das ist genau, was die EU eben macht. Das wird immer bürokratischer, immer undurchsichtiger. Und wir sehen eben auch, Brüssel ist ja nichts anderes als der Zentralfriedhof für Lobbyisten, ja, Revolving Door Politik. Das ist alles so dermaßen undurchschaubar, eine Korruptionsmaschine. Und deswegen, das kostet uns nur Geld, das bringt uns nichts. Und ich glaube, dass man, wenn man sich einigen möchte, dass man das in kleineren Rahmen tun kann. Und wir sollten uns vielleicht auch davon verabschieden, dass man sich in Europa immer auf alles einigen müsste, damit etwas vorangeht, weil das macht Europa ja auch aus, dass wir eben ziemlich verschieden sind. Ich lebe lieber damit, dass wir sehr verschieden sind und vorankommen, als dass wir ein bürokratisches Monster haben, was uns alle gängelt und wahrscheinlich irgendwann auch noch mit amerikanischer Technologie dahingehend bedampft, dass hier Verbrenner verboten werden und wir nur noch Teslas fahren. Also ich bin, was diese drei Organisationen angeht, sehr enttäuscht, desillusioniert und ich glaube auch nicht, dass wir da zum ursprünglichen Geist, wenn es den mal gab, zurückfinden werden. Deswegen raus. Da muss man natürlich dann überlegen, wie man anders verfährt und ich glaube, da wird es Zeit, dass in den Landesparlamenten und in den Parlamenten überhaupt Leute sich mal die Frage stellen, ob es immer so
groß sein muss. Ich würde mir ja schon wünschen, wenn man im deutschsprachigen Raum sich auf ein paar Standards einigen würde, das sind immerhin 100 Millionen, das wäre dann eben Österreich, die Schweiz und auch Deutschland. Und da würde ich mal anfangen. Und dann sind wir in Europa eben ein bisschen verschieden und das hat uns noch nie geschadet, weil wenn ich mich daran erinnere, den größten Teil meines Lebens in Europa hatten wir nicht mal dieselbe Währung und wir haben uns nicht bekriegt. Also zu sagen, wenn der Euro weg ist, dann führen wir wieder Krieg gegeneinander, ist natürlich auch totaler Quatsch. Deswegen nochmal meine Wunsch. Ja, wie gesagt, hier bringt Kelvin unterschiedliche Sachen durcheinander. Also der Euro, wie gesagt, der hat Europa gespalten und nicht geeint. Die abrupte Aufnahme von zahlreichen osteuropäischen Ländern, ja, also was sicherlich eher den geostrategischen Interessen der USA diente. Deswegen treiben die USA ja auch den EU-Beitritt der Türkei voran. Die USA wollen die EU so heterogen machen, dass man dazu gar keine gemeinsame Entscheidung mehr kommen kann. Deswegen waren die USA auch traurig über den Brexit, weil man Großbritannien gerne als amerikanischen, also besonders treuen amerikanischen Vasallen in der EU haben wollte. Aber wir sollten hier unterscheiden, wie gesagt, der Euro oder ja auch viele Bestimmungen, die in der EU beschlossen werden, die sind die kann man von mir aus wieder abschaffen. Aber diese grundsätzliche Idee, man hat eine gemeinsame europäische Außenpolitik, damit man eben strategisch souverän ist, die ist ja nicht falsch. Also zu sagen, wir machen mit Österreich und der Schweiz eine gemeinsame Außenpolitik, das wird ja noch viel weniger funktionieren. Die Schweiz will ja nicht mehr in der EU sein. Also die Schweiz, die hat darauf ja absolut keine Lust. Die sagt ja, wir sind ja ein neutraler Staat. Also dürfen sie auch sein. Die Schweiz hat ja den Luxus, dass sie nur von freundeten Staaten umgeben ist, dass sie mit denen gemeinsam im Binnenmarkt ist, dass sie eine sehr radikale Politik des Lohndumpings und der Währungsmanipulation fährt und die Nachbarstaaten sich das gefallen lassen. Also die Schweiz, die hat wirklich ökonomisch extrem aggressive Politik gegenüber ihren Nachbarn, aber wir lassen uns das alles von der Schweiz gefallen. Okay, wie gesagt, wenn die Nachbarn sich das gefallen lassen, dann soll die Schweiz das halt machen. Aber das finde ich jetzt ein bisschen Traumtänzerei hier von Kelvin. Dass man, also wir bräuchten müssen ja nicht alle Staaten aus der aktuellen EU mitmachen. Also Staaten, die keine Lust auf eine gemeinsame Außenpolitik haben, die können ja sagen, wie die Schweiz, wir sind draußen, wir verhalten uns neutral, wir treiben mit euch Handel, wir sind vielleicht Mitglied im Binnenmarkt, aber alles weitere nicht. Aber wir waren vor der EU, da hat Kelvin am Anfang ja gesagt, wir waren da sehr verschieden und haben die ganze Zeit Krieg gegeneinander geführt. Also bis 1945 war Europa ja fast durchgängig ein einziges Schlachtfeld. Also es gab immer wieder Versuche, dass so eine realistische Ordnung in Europa zu machen. Also ein Gleichgewicht der Mächte, aber das ist jedes Mal, also das hat zwar besser funktioniert als dieser andauernde Kriegszustand des 18. Jahrhunderts. Also im 19. Jahrhundert, das war ja schon wesentlich friedlicher als das 18. Jahrhundert, aber das war nicht dauerhaft erfolgreich. Also das hat dann zum Schluss zu zwei Weltkriegen geführt. Und da ist die Idee eines vereinten Europas eben sehr gut. Und dass wir gute Beziehungen zu Russland haben, das könnten wir ja haben, wenn wir eine eigenständige europäische Außenpolitik haben. Die EU könnte sich ja der Eurasischen Union annähern. Also Russland hat ja auch sein eigenes Projekt, wo Russland definitiv hegemonial macht, ist die Eurasische Union, wo es versucht, die zentralasiatischen Republiken, Weißrussland und wo es versucht, seine Nachbarn ökonomisch eng an sich zu binden. Und dementsprechend, wie Russland Hegemonialmacht in der Eurasischen Union ist, ist Deutschland dann Hegemonialmacht in der EU. Und wir sollten versuchen, also wie gesagt, nicht diese EU, wir können die weniger bürokratisch machen, wir können wirtschaftspolitisch vor allem viele Kompetenzen zurück auf die Nationalstaaten verlagern. Wir müssen die EU auch demokratisieren, wir müssen dem EU-Parlament mehr Rechte geben und der EU-Kommission, die können wir am besten abschaffen und durch was demokratisch Gewähltes ersetzen. Also wie gesagt, die EU, die kann man beliebig weit reformieren von mir aus. War einfach zu sagen, austreten da und dann machen wir irgendwas Neues, dann haben wir keinen Binnenmarkt mehr. Also wenn wir da jetzt plötzlich austreten von einem auf einen anderen Moment, dann haben wir keinen Binnenmarkt mehr, dann haben wir Zölle an der deutschen Grenze, dann haben wir Grenzkontrollen, wenn wir nach Polen oder Tschechien wollen, dann haben wir Ende des freien Personenverkehrs, Ende des freien Güterverkehrs, das wäre eine riesige Wirtschaftskrise, auch wenn wir dem aus dem Euro plötzlich austreten und wie gesagt, der Euro ist eine Fehlkonstruktion, aber wenn wir plötzlich austreten und dann ein Chaos von 20 verschiedenen Währungen haben, die alle frei gegeneinander schwanken. Also der Handel würde zusammenbrechen. Das wäre eine riesige Wirtschaftskrise. Also die Kritik von Kelvin, die ist wichtig. Aber einfach zu sagen, ja, wir treten da aus und dann wird das schon irgendwie, das ist Traumtänzerei, das ist kein vernünftiger Lösungsvorschlag. So kann man darüber nicht diskutieren. Wunsch raus aus der NATO, dieses NATO-Erfahrung braucht kein Mensch, raus aus der WHO, das ist eine Gängelungsmaschine mit Spritze in der Hand, die dann auch noch... Wie gesagt, wenn wir aus der NATO und der WHO austreten, würde uns nichts Schlimmes passieren.
wenn wir aus der EU austreten und dann, also wie gesagt, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, dann hätten wir sofort eine schwere Wirtschaftskrise. Allein schon, wenn wir den Euro unkontrolliert auflösen, hätten wir, weil die Leistungsbilanzen sich ganz plötzlich ausgleichen würden, eine riesige Wirtschaftskrise. Also da muss man vernünftige Vorschläge bringen. Also ich bin ja, wie gesagt, eine kontrollierte Rückabwicklung des Euros oder auch eine Verkleinerung der EU beziehungsweise Kompetenzen auf die Nationalstaaten. Eine Reform habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber einfach zu sagen, austreten und dann wird alles gut, das ist Quatsch. Irgendwelche Dokumente schwärzt, möchte ich jetzt gar nicht tiefer noch reingehen. Ja. Und raus aus der EU, das ist nur noch absurder Wahnsinn, wo irgendwelche Konzerne nur noch wenige Leute bestechen müssen, um uns allen irgendeinen Quatsch zu verkaufen. Ich habe da eigentlich keinen Bock mehr drauf. Was sagst du, Kevin, zu der möglichen Reformierbarkeit gerade der EU? Ich bin ja aktivistischer EU-Kandidat und möchte ja gerne in dieses Parlament, um das Ganze abzuschaffen. Ulrike Gorau sagt, wir müssen diese EU weiterentwickeln, eben genau zu dem, was oder ja, zu was eigentlich, also zu einer Republik der Vaterländer, zu einer Instanz, die das überwindet, was da gerade ist. Ich glaube ja, man kann einen Haufen Schrott nicht weiterentwickeln zu irgendwas Gutem. Man muss Mist abräumen und kann dann was Neues machen. Ich halte das Ding nicht für reformierbar. Sie sagt aber, ja, weiterentwickeln, verbessern. Was sagst du? Raus aus der Zusammenfassung oder kann man sie reformieren? Ulrike Rohr ist, wenn es um Europa geht, eine der schlauesten VertreterInnen, die wir haben und auch viel schlauer als die meisten Vertreter, die ich kenne, das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man sagen, sobald man versucht, Dinge anzugleichen, downsized man in der Regel. Man fährt das nach unten. So, warum eigentlich? Es wird Länder geben, die werden immer einen höheren Standard haben, weil sie sich den leisten können oder das zu ihrer Kultur gehört. Ich bin oft durch die Schweiz gefahren, da denkt man ja immer, sag mal, ist das eine Märklin-Eisenbahn? Soll das jetzt auf alle übertragen werden oder soll es eher so aussehen wie in großen Teilen Italiens? Ich weiß nicht. Ja, deswegen lass doch den Ländern ihre Universalität und worauf wir uns in Europa einigen sollten, und dazu brauchen wir aber nicht die Europäische Union, ist, dass Krieg kein Mittel der Politik sein sollte. Darauf sollten wir uns einigen. Das sollte aber nicht etwa nur sein in Europa, sondern generell. Aber wir müssen auch mal realistisch sein. Europa ist global gesehen auf diesem großen, letztendlich nur eine Provinz. Eine Puppenstube. So. Und war ganz konkret. Reformierbar oder ja oder nein? Ich glaube das nicht. Mit welchen Figuren denn? So, mit welchen Figuren? Ja, was heißt mit welchen Figuren? Also nach der Argumentation könnte man auch sagen, ja, die Bundesrepublik ist nicht reformierbar, lasst sie uns abschaffen. Mit der Argumentation hier. Also nenn mir ein Argument, was die EU spricht, was du nicht, also was gegen die Reformierbarkeit der EU spricht, was nicht gleichzeitig gegen die Reformierbarkeit der Bundesrepublik spricht. Und keiner der drei hier wird fordern, ja, lasst uns Deutschland abschaffen. Ja, die EU, alles, was in der EU passiert, passiert, weil die Nationalstaaten das wollen. Das entscheidende Gremium ist der Europäische Rat. Und wenn die Nationalstaaten etwas anderes wollten, also wenn in den Nationalstaaten eine andere Politik Einzug erhielte, dann wäre in der EU auch eine andere Politik möglich. Dann wäre eine Totalreform der EU möglich. Du könntest die EU-Kommission abschaffen und durch irgendwas anderes ersetzen. Der Europäische Rat könnte sich selbst abschaffen und durch ein demokratisch gewähltes Gremium ersetzen. Du könntest Gesetze gegen Lobbyismus machen. Du kannst diese ganzen Lobbyisten komplett aus Brüssel verbannen. Also das geht ja alles. Du kannst ja Lobbyisten Zutritt zu Parlamenten und so verbieten. Du kannst Politikern verbieten, sich mit Lobbyisten zu treffen. Du kannst Politikern verbieten, danach in die Wirtschaft zu wechseln. Du kannst Politikern verbieten, dass sie über Gelder annehmen. Also all das ginge ja. All das ginge, wenn wir andere Politiker in den Nationalstaaten hätten. Also das Problem liegt auf Ebene der Nationalstaaten. Also was wir auf Brüsseler Ebene sehen an Korruption, das ist nur eine Spiegelung dessen, was sie schon auf Ebene der Nationalstaaten ohnehin haben. Das sind ja Apparate, die sind deswegen so aufgebläht worden als gesichtslose Bürokratien, damit du eben nichts reformieren kannst. Und wenn die dann immer sagen, ja, wir kümmern uns darum, das erinnert mich so ein bisschen, wie wenn die Telekom sich um was kümmert, was sie vorher angerichtet hat. Oder die Deutsche Bahn sich selbst reformieren will. Das ist immer diese freiwillige Selbstkontrolle. Nein, lass mal. Das ist interessante Beschlüsse. Die Deutsche Bahn ist immer noch der wahrscheinlichste Betreiber der EU, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ehrlich gesagt. Es würde plötzlich ganz viel Sinn ergeben, ja. Nein, danke schön, aber das ist wie Jehovas Zeugen versucht, sich von innen zu reformieren oder irgendwelche anderen Sekten oder die katholische Kirche. Geht in die Katharsis und guckt, gab es da Missbrauchsfälle? Wir gucken mal danach. Es mag sein, aber weg damit, brauche ich nicht mehr. Ja, Dieter, du bist ja als Europaaktivist, als Europaabgeordneter auch aktiv gewesen, der Linken, vor deiner Bundestagswahl, du wirst mich korrigieren, aber der Europapolitik kennst du dich intim aus. Wir haben am Rande mal drüber gesprochen, du tendierst eher zur Reformierbarkeit des Ganzen, oder? Also bist du nicht für den Austritt? Glaubst du, man gibt Alternativen dazu? Ich stimme ja Kevan voll zu. Nein, also ich war 16 Jahre im Europaausschuss und 10 Jahre europapolitischer Sprecher meiner Fraktion. Gut. Und sehe keine Reformierbarkeit. Willst du es bei der Einstimmigkeit belassen, kriegst du ohnehin keine Reformierbarkeit.
Willst du ein Mehrheitsprinzip einführen, dann kannst du es nur nach der Menge der Bürger, dann würden Deutschland und Frankreich die gesamte EU usurpieren, was sie sowieso mit ihren Konzernen längst tun. Ich habe damals auch gegen den Europa-Verfassungsentwurf. Du kannst den Europäischen Rat als Gremium auch abschaffen. Der Europäische Rat könnte seine eigene Abschaffung beschließen und dann könnte man da Vertreter demokratisch wählen, wie im US-Senat. Jedes Land hat zwei Vertreter und die werden dann alle 6 Jahre gewählt. Also das ginge, das könnte man beschließen, wenn man es wollte. Gekämpft. Übrigens hat da auch Reinhard May kräftig mitgekämpft dagegen, mit Unterschrift und allem. Einen der wenigen Fälle, wo er öffentlich aktiv geworden ist, auch wegen der kriegerischen Grundsubstanz der EU. Also ich bin da nicht für eine Reformierbarkeit, sondern sehe eigentlich nur, dass die EU so wie sie ist auf null zurückgeführt werden muss. Man kann etwas Neues, Internationales oder Intranationales schaffen. Das haben wir faktisch. Die EU ist ja nicht wirklich ein Staatengebilde. Man nennt das dann immer mit dem schönen Wort sui generis. Das ist dann was ganz Neues. Aber im Prinzip ist das ja nur so, dass da mit Tauschhandel wie auf einem Basar kriegt dann der Orban in Ungarn gesagt, du kriegst mehr Geld, da musst du in der und der Frage der NATO entgegenkommen. Und dann biegt auch der wieder bei und im Grunde genommen mit der postfaschistischen Präsidentin von Italien ist es ja so ähnlich. Der hat auch vorher gegen die EU gewettert. Dann hat man ihr ein paar ökonomische Anreize in den Raum gestellt und dann hat sie auch klein beigegeben. Das wird auch mit Le Pen so sein, da reichen viele laut rum. Deswegen, wenn man aufgeklärt ist und wirklich das Wohl der Menschen, auch das Streikrecht, auch die gewerkschaftlichen Rechte, die sozialen Rechte, aber eben auch die bürgerlichen Rechte im Auge hat, dann muss man raus aus der EU oder besser noch die EU völlig zerschlagen. Ja, und was dann? Was dann? Also wie gesagt, aus der NATO kann man austreten, ohne dass das irgendwelche negativen Konsequenzen hat. Aus der WHO kann man austreten, ohne dass das für einen selbst irgendwelche negativen Konsequenzen hat. Selbst ich hielte das jetzt nicht für sinnvoll, aus der UN austreten, ohne dass das negative Konsequenzen hätte. Aber aus der EU kann man nicht einfach austreten. Unser gesamtes wirtschaftliches Leben in Europa ist so eng verflochten. Die gesamten Wirtschaftsstrukturen haben sich darauf ausgerichtet, dass wir eine Währung und dass wir einen Binnenmarkt haben. Und wenn man aus beidem ganz plötzlich austritt, dann haben wir eine Wirtschaftskrise, die schwerer wäre als alles, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Das wäre einfach so. Und da muss man mir einen Plan sagen, wie man das verhindern will. Und nicht einfach auch das ganze Konstrukt des Scheiße einfach austreten. Ja, toll. Also das ist auch das Argument, was Anarchisten immer bringen. Ja, staatliche Ordnung, Machtstrukturen, die unterdrücken die Menschen, die sind blöd, also weg damit. Ja, was dann? Was dann? Also das ist genau die Frage, die drei uns hier jetzt auch nicht beantworten können. Ja, eindeutiges Votum. Ich kann mich da nur anschließen. Tut mir leid, da gibt es keinen Dissens. Also was diese Instanz über die Jahre aufgebaut hat an Versorgungsebenen eigentlich nur für Eurokraten, für die dritte, vierte, fünfte und zehnte Garde abgelegter Politiker, die ja zuvor alle in ihren Ländern versagt haben. Wer ist denn schon mal befördert worden für Leistung nach Europa? Und sich wie eine Schutzgeldmafia, weil das eine Schutzgeldmafia ist, im Prinzip um die Lösung der Probleme. Frau Strack-Zimmermann. Ohne sie gar nicht hätten. Ja, Frau Strack-Zimmermann wird ja auch nach Europa weggelobt, weil die keiner in der FDP mehr so richtig ertragen kann. Ich meine, das ist ja nun wirklich unterschiedlichste Macharten landen da. Du hast völlig recht, das ist ein Elefantenfriedhof. Frau von der Leyen, sage ich nur, was soll denn das alles? Das ist Quatsch. Ein Endlager für Menschen, die im normalen Leben versagt haben. Da gibt es ja noch andere. Ja. Wer es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann nicht schafft, der kann dann, oder wer heute dann nicht mehr reinkommt, der kann dann nach Europa. Ich glaube tatsächlich, dass da auch, und jetzt, das soll keine Wahlwerbung sein, ich sage explizit vorher, wählt halt irgendjemand anderen für dieses EU-Parlament und wählt nicht den neuen Brandenburg. Aber ich glaube tatsächlich, dass... Also ich rufe dazu auf, BSW zu wählen. Wenn BSW auf 9% kommt, dann kommt wahrscheinlich Michael Lüders ins EU-Parlament. Also wenn ihr... wenn ihr Michael Lüders im EU-Parlament sehen wollt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass das BSW auf mindestens 9% kommt. Am EU-Parlament, ein guter Punkt ist, um einen Hebel anzusetzen. Wir haben mit dieser Europawahl die Möglichkeit, da Menschen wie Martin Sonneborn reinzuschicken. Von mir aus AfD-Abgeordnete, Basisabgeordnete, all die Menschen, die nicht zu dem Konglomerat der bisherigen Versorgungsstrukturen gehören, weil am Ende zählt nur das. Ja? Am Ende zählt nur das, gehörst du zu diesem Apparat, der mitpartizipiert, in dem, was Pharma- und Rüstungsindustrie dazu verteilen haben, kriegst du da eine dicke Kohle und bist du eben Ungelernter, der nur noch Berufspolitik dort machen kann.
dann bist du eben unglaublich korrumpierbar. Und diese neuen Ausstellungen, selbst wenn es eine Partei ist, wie die Mein Parteienskepsis ist bekannt, ich glaube mittlerweile daran, das Beste ist, wir überwinden die Parteienstruktur, die Parteienmacht in Gänze. Aber auf dem Weg, Dieter muss natürlich den Kopf schütteln, der glaubt immer noch an die Linke. Aber Ich glaube nur, selbst wenn wir alle drei zusammenhielten, wir würden die Parteien nicht abschaffen können. Sowas klebt so fest, da brauchst du mehr als einen Meißel. Kann ja sein, ist eine Randfrage, aber es können ja auch Parteien dabei helfen, an einem Punkt genau irgendwo einen Keil in die Wand zu kriegen oder einen Nagel in die Wand. Und ich glaube, dass Europa da ein guter Punkt sein kann, weil wenn man den Dexit denkt und tatsächlich Deutschland aus der EU rauskriegt, allein die Abstimmung hinkriegen würde, Deutschland aus der EU raus, würde das so einiges in Gang setzen. Die Abstimmung, eine Volksabstimmung über den Dexit ist so ähnlich wie der Verbotsantrag gegen die AfD. Er mag scheitern mit Ansage, aber das, was in Folge in Gang gesetzt wird an Diskussionen, in Energien, das ist es schon mal wert. Und jeder weitere Mensch, der auch nur mit einem Bruchteil der Qualität eines Martin Sonneborn dort fragt, stellt, dort immer wieder den Finger in die Wunde drückt, kann helfen. Deswegen denke ich, wählt da die Renegaten, sorgt dafür, dass Sonneborn geklont wird und dass andere da reinkommen und es dann auf ihre Art weitertreiben. Und das ist dann auch vor der WHO aus meiner Sicht ein wunderbarer Angriffspunkt, Kevin. Ich finde das so. Ja, definitiv. Na, WHO und NATO, wie gesagt, WHO, inwieweit man die reformieren könnte, ist jetzt eine andere Debatte, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber da könnte man austreten ohne die Konsequenzen, diese Forderung. Also nach einem EU-Austritt. Da muss man mir sagen, was man will, dass danach kommt. Also Paul Brandenburg hat es ja gesagt, ihm geht es darum, eine grundsätzliche Debatte über die EU anzuregen. Ja, die können wir gerne führen. Die EU in ihrer derzeitigen Form, die muss abgeschafft werden. Also da muss diese gesamten Institutionen, außer das EU-Parlament, die müssen abgeschafft und durch demokratisch gewählte Institutionen ersetzt werden. Und vor allem in der Wirtschaftspolitik müssen die Nationalstaaten wieder ihre alten Kompetenzen zurückerhalten. Also es ist unglaublich, wie sich die EU hier in nationale Belange einmischt. Aber einfach zu sagen, ja, wir treten aus dem ganzen Laden aus, Problem gelöst, nein, das glaube ich nicht. Na gut, weil auch wenn du jetzt da kommst, da weiß ich wenigstens, das ist dann, da habe ich mehr Unterhaltung, ne? Das ist ja ganz klar, obwohl ich ja glaube, dass die Einzelpersonen, die werden da geduldet, aber ausrichten könnt ihr natürlich nichts, weil die dort sprechen, richten ja auch nichts aus, die richten insofern nur aus, was andere gesagt haben, was sie ausrichten sollen, damit sie da weiter bezahlt werden. Ich finde nur generell absurd auch diese Stanze, dass wir in Organisationen drin sind, in die man nur eintreten kann, aber da ist kein Austritt vorgesehen. Es gab sogar einen Austritt bei der Titanic, der war auch nicht ausprobiert. Aber am Ende kann man doch irgendwo auch austreten, oder? Great Exit gibt es ja schon, das heißt sterben. Also wir wissen nur, wenn man in die NATO rein, in die EU rein, aber Austritt, da gibt es gar kein Formular dafür, dann braucht man vielleicht auch gar keinen zum Austreten. Deswegen, ich finde Dexit super sympathisch. Und man hat ja auch den Briten gesagt, ihr werdet schon noch sehen, was davon passiert. Ich war noch nicht in London, ich habe es nicht gesehen. Also denen geht es ganz gut. Ja? Die Briten sind ja sowieso ein bisschen merkwürdig. Die waren ja auch nie sofern in der EU, weil sie ja nicht mal das EU-Geld hatten. Also warum eigentlich nicht? Gute Frage. Gut, also ich bin der Meinung, es ist warum überfällig. Nicht? Weil die Deutsche Bundesbank in der Währungskrise in den 90er Jahren sich geweigert hat, das Pfund zu stabilisieren. Da ist das Pfund aus dem Mechanismus rausgeflogen. Da hatten amerikanische Hedgefonds gegen diesen europäischen Wechselkursmechanismus gewettet, der beispielsweise eine Überbewertung des Pfunds und der Lira vorsah. Und entsprechend hatten sie damit sogar Erfolg und haben das Pfund am Ende aus dem Wechselkursmechanismus rausgedrängt. Und also George Soros hat da, glaube ich, $1 Milliarde verdient. Also da sind ein paar Leute sehr, sehr reich geworden. Das liegt eben auch an der deutschen Weigerung, hier sich hinter andere europäische Länder zu stellen. Also da hat sich schon sehr früh gezeigt, dass Deutschland eigentlich kein Interesse an einer weitgehenden europäischen Einigung hat, sondern ökonomisch der Hegemon sein will, aber bloß keine gemeinsame politische Verantwortung übernehmen will. Also und dass Deutschland auch kein Problem damit hat, wenn Spekulanten hier den europäischen Wechselkursmechanismus auseinanderjagen. Also es ist nochmal eine andere Geschichte, aber weil Kevin gerade diese Frage aufgeworfen hatte. Ich bin auch als erster gerade bei der größten chinesischen Bank damals eingestiegen, One Road, One Belt. Welche Rolle spielen die eigentlich, die Briten? Von denen redet man eigentlich viel zu wenig. Brzezinski, McKinder, Badawas? Nein. Ich denke, dass wir auch sehen müssen, was das kostet. Und dass es auch letztendlich eine Demokratieverhinderungsmaschine ist, lokal, weil die ja immer mehr Rechte an sich greifen. Und wenn man sagt, europäisches Recht schlägt deutsches Recht. Das heißt, du musst da ja, das ist ja genau der Punkt,
viel weniger Leute bestechen, damit jedes Land in Europa Dinge sagen muss, die kein Bürger will. Das ist also höchst undemokratisch. Nachdem das 99,9% tatsächlich begriffen haben und die es nicht begriffen haben, die haben was davon, sage ich einfach, Schluss machen mit dem Spuk. Wir können alle ein bisschen enttäuscht sein. Und ich gehe auch davon aus, dass wir uns als Europäer dann auf andere Dinge auf lokaler Ebene einigen werden. Es wird auch nötig sein. Ja, wollen wir jetzt alle rechts oder links fahren oder wie soll in Zukunft, soll es noch Flaschenpfand geben? Finde ich auch alles super, ja. Aber wir brauchen da eben nicht so ein Bürokratiemonster, wo man sich manchmal fragt, die haben jetzt 20 Jahre lang darüber geredet, wie lange eine Gurke sein soll. Was hat das gekostet? Was soll denn das? So, ich fürchte nur, dass wenn wir das nicht machen, dass wir bald eine europäische Armee haben, die durch Frankreich und Deutschland bestimmt wird und die dann durch Amerika über den Hebel EU nach Osten geschickt wird. Das befürchte ich, wenn wir uns da zu lange Zeit lassen. Und auch im Inland eingesetzt werden kann. Genau. Deswegen darf die EU nie eine eigene Armee bekommen. Also hier 100%ige Zustimmung. Also, oder zumindest bevor man überhaupt über sowas diskutiert, muss da außenpolitischer Pazifismus in die EU-Verträge reingeschrieben werden. Also es gibt ja Länder, die also komplett ohne Armee leben. Also es gibt auch Länder, die eine pazifistische Verfassung haben. Deswegen, die EU braucht keine eigene Armee. Die EU braucht keine eigene Armee. Denn doch, wenn der Europäische Gerichtshof irgendetwas sagt, hat er keine Armee, es in einem Land umzusetzen. Daran wird gearbeitet. Ganz genau. Ja. Deswegen, es ist nicht so, dass es eben nur um irgendwelche merkwürdigen Verordnungen geht oder irgendwelche wie dicker Nummernschild sein, sondern da gibt es ganz sehr wohl Interessen, die geopolitischer Natur sind. Und wenn man sich mit der EU und den Vorgängerorganisationen mal beschäftigt, das war ja jetzt keine Idee, die in Europa erdacht wurde. Die wurde mit ersonnen, aber in Amerika hatten viele Interessen daran, das umzusetzen. Das hat Herr Kissinger mal schön auf den Punkt gebracht. Europa hat keine Telefonnummer. Und jetzt hat es eben meine 2, 3 Telefonnummern in Brüssel. Und da sitzen Leute, die von Amerika ziemlich gut gefunden werden, weil sie amerikanische Politik umsetzen. Das ist eigentlich EU. Ja, insofern auch zur Europawahl und auch zum Ende der EU, idealerweise durch einen Dexit. Dieter, bis dahin, sagst du, gibt es eine weitere Chance, denn aus Boom-Männer der Nation werden oft ihre Helden. Ja, ich habe das deswegen gewählt als Schlagzeile, als ewiger Loser der Schlagzeilenumfragen, weil ich euch beiden, die ihr nicht mehr so ganz euch wohlfühlt, in eurem Heimatland, was ich alles gut verstehen kann, und auch vielen anderen, die teilweise auch sich vertrieben fühlen, etwas Mut machen will, an einem Beispiel, was jetzt ganz aktuell ist, nämlich Klaus Wessel. Ja, damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Dazu kommen wir gleich. Nochmal, jemand hat im Chat gefragt, welches Land hat keine Armee? Costa Rica hat keine Armee. Und ja, wenn du dich in einer friedlichen Nachbarschaft bewegst, dann brauchst du keine Armee. Und wie gesagt, die EU selbst braucht auch keine Armee. Die ganzen Nationalstaaten, die haben ja eigene Armeen, da braucht die EU nicht noch zusätzlich eine. Wieso? Man kann sich ja auch auf eine gemeinsame Außenpolitik einigen, ohne dass man eine gemeinsame Armee hat. Jahrhundertelang gab es immer wieder große Reiche, wo jede einzelne Provinz eigene Armeen hatte. Also wie gesagt, das ist jetzt schon länger her, brauche ich jetzt nicht zu ausführlich drüber reden, das hat auch eigene Probleme, aber wenn wir eben keine Vereinigten Staaten von Europa wollen, sondern wenn wir die EU nur als Staatenbündnis wollen, dann darf die EU keine eigene Armee bekommen. Und auch aus ganz realpolitischen Gründen, diese Gestalten, die da gerade an der Macht sind, die sollten schon keine nationale Armee in ihre Hand bekommen, die sollten erst recht keine europäische bekommen. Also es ist erstens unnötig, es gibt niemanden, der uns bedroht, und zweitens haben wir die nationalen Armeen, falls uns doch jemand bedrohen sollte. Wie gesagt, da ist aktuell niemand, wird auch keiner auftauchen, wenn wir uns nicht weiter so aggressiv verhalten. Also ja, also gibt es auch keinen Grund, sich eine Armee anzuschaffen. So, also wie gesagt, kommen wir gleich zu Boomerinnen der Nation, zu Klaus Wieselski mit Dieter Dehm, aber das ist dann das nächste Thema.